Ich habe heute mal die beiden Schwestermodelle der E-Lokomotiven der österreichischen und der schwedischen Bahngesellschaften auf die Schienen gestellt. Und zwar bei Österreich handelt es sich um die Baureihe 1043 der ÖBB und bei den schwedischen Staatsbahnen SJ handelt es sich um das Modell der Baureihe RC. Hier habe ich dann mein Katalogbild aus dem 1973er Katalog herausgezogen. Da hat Märklin das Modell unter der Nummer 3041 auf den Markt gebracht. Österreich hat da wohl erstmal 4 Lokomotiven bekommen und später weitere 6 dazu, sodass sie insgesamt 10 Lokomotiven dieser Baureihe hatten, von denen, soweit ich weiß, heute in Österreich aber keine mehr fährt. Die Lokomotive hatte damals 5000 PS, wog 77,4 Tonnen und war 15,5 Meter lang und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 135 Stundenkilometer. Das Märklin-Modell hat 2 Achsen angetrieben, 4 Haftreifen, Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt, auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal, Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitungen, ein rotes Kunststoffgehäuse, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen, 2 Einholm-Dachstromabnehmer, Untergestell mit feststehender Pufferbohle aus Zinkdruckguss an beiden Enden, Kupplungshaken, Länge über Puffer 17,5 cm. Märklin hatte damals einen 24 cm Blechpersonen- bzw. D-Zugwagen im Angebot, zweite Klasse. Dieser wurde angeboten von 1961 bis 1964. Leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft, mir einen solchen Wagen zuzulegen. Mein Zug besteht aus den 24 cm Blechwagen aus einem größeren Personenwagen-Set. Die Nummer ist die 00766-05. Davon habe ich insgesamt 5 Wagen. Die Wagen haben allerdings eine Inneneinrichtung. Es handelt sich auch hier um einen Erste-Klasse-Wagen. Und laut der Packung müssten diese Wagen aus 2013 sein. Bei meiner Lokomotive, der 3041 von Märklin, handelt es sich dann hier wohl um die 3. Variante. Diese wurde gebaut von 1982 bis 1987 und die soll man daran erkennen, dass das Fenster in der Tür ab da wohl einen silbernen Rahmen hatte. Die Lokomotive ist ausgerüstet mit einem Einholm-Dachstromabnehmer. Und das ist dann optisch mit der größte Unterschied, außer von der leicht abweichenden Lackierung. Ansonsten sehen sich die Lokomotiven wirklich extrem ähnlich. Denn in der schwedischen Variante haben wir hier die Scherendachstromabnehmer, haben ein graues Dach, die Drehgestelle unten sind etwas heller und ganz markant im vorderen Bereich der Schneeschieber oder Schienenräumer ist hier in Rot lackiert und deswegen wirkt die Lokomotive dann gleich ein bisschen farbenfroher. Die schwedische Variante kam von Märklin etwas früher auf den Markt, hier ein Katalogbild aus dem 1968er Katalog. Schweden hatte dann wohl um die 60 Lokomotiven dieser Baureihe RC und die 4 Fahrmotoren werden hier mit einer Leistung von 4900 PS angegeben, das Gewicht mit 76 Tonnen und die Höchstgeschwindigkeit auch mit 135 Stundenkilometern. Technisch ist das Modell dann wohl genauso gehalten wie die spätere österreichische Variante, sodass es hier außer dem Gehäuse keine größeren Unterschiede gibt. Märklin hat dann später unter der Nummer 3341 noch weitere Farbvarianten herausgebracht und zwar die erste Variante hier mit dem durchgängig auf der Seite roten Streifen, wurde wohl gebaut 1993 und 1994 und die zweite Variante hier eher mit so einem rot angedeuteten Blitz auf den Seiten gab es dann wohl von 1995 bis 1998. Das wären 2 Farbvarianten, die mich persönlich hier noch interessieren würden. Später gab es dann noch weitere, ich glaube ein Cargo Green irgendwas und auch eine schwarze, unheimlich schöne Lokomotive, wie sie aktuell wohl noch in Schweden fährt. Aber für mich wären diese Varianten aus den 90er Jahren die, die mich am meisten interessieren würden. Nur leider hat es bis jetzt noch nicht funktioniert, dass ich so eine hier einigermaßen günstig erwischt habe. Märklin hat dann parallel zu der 1968er produzierten Lokomotive dann auch die passenden D-Zugwagen auf den Markt gebracht und zwar einmal die 4072, den normalen D-Zugwagen, leider dann schon in einer Kunststoffausführung und keine Blechwagen mehr, die mir wesentlich lieber gewesen wären. Vorher gab es noch ältere Varianten der schwedischen Wagen in Blech, aber da konnte ich auch noch nichts Günstiges finden. Deswegen habe ich auch hier hinten die Kunststoffwagen bei mir laufen. Von diesen 4072er habe ich 3 Wagen und dann die 4073, ein D-Zug Speisewagen, auch in Kunststoff und die Wagen haben jeweils 23,7 cm Länge. Die Wagen selbst sind leider ohne Inneneinrichtung, da bin ich mir überlegen, ob ich mir vielleicht aus dem 3D-Drucker, so wie es bei den Schweizer Wagen schon gemacht hatte, eventuell mir noch ein paar Inneneinrichtungen ausdrucke und hier einsetze. Dazu bin ich aber bis jetzt noch nicht gekommen, deswegen drehen sie jetzt sozusagen noch ohne ihre Runden.
Die Kunststoffwagen haben natürlich den Vorteil, dass sie überhaupt kein Gewicht haben, dass sie extrem leicht rollen. Die Lokomotive der schwedischen Staatsbahn auf dem Innengreis fährt jetzt hier noch analog und die österreichische Variante auf dem Außengreis fährt im Moment schon digital. Und das war's dann hier mit meinem Video der österreichischen und schwedischen Schwesternlokomotiven. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's dann wieder mehr und bis gleich.